Irgendwann fällt heute ein Tor. Ja. Die Frage ist, wann. Aber es werden vermutlich auch mehrere fallen. Jetzt vielleicht Schütz. Ah, gut schön verteidigt. Gespielt von Gerrit. Nochmal Tor. Max Schmiede bekommt im Slot den Puck. Und schiebt da durch die Beine von Pankowski 1:1:0. Von wem war der Pass? War der vom Jere Laaksonen, ich glaube. Kann sein, ja. War zuvor schon eine große Chance, wo Simon Schütz frei gespielt wird. Da hechtet der Finn Hungerecker noch rein und kann die Situation bereinigen. Ja, wir reden noch über Tore und da sind sie schon, ist das erste schon gefallen. Also, Graf Beuren ist auf dem Scoreboard, 1:0 in der 12. Minute. Wer geht da? Ritter geht da. Ritter. Toni Ritter war es. Guter Save von Stefan Feiß. Der liegt frei und aber da ist der Ausgleich. Manuel Klinge macht eine gute Minute vor der ersten Pause den Ausgleich. Nachdem der SVK versäumt, die Scheibe zu klären im Slot. Ja, war jetzt ein Fehler in der Defensive des SVK. Und die Klasse hat natürlich dann Manuel Klinge und haben die meisten der Kassel Huskies, dass sowas brutal ausgenutzt wird. Und dadurch steht es jetzt wieder 1:1. So, Blomqvist gegen Pankowski lautet das erste Duell im Shootout um den Zusatzpunkt in Kaufbeuren. So. Wir schauen. Linkschütze geht rechts raus. Und Pankowski hat den ersten. So, und es ist der Michi Christ, der den ersten für die Huskies nimmt. Ja, und den hatten wir nicht auf der Rechnung. Den hatten wir nicht auf der Rechnung, hätten wir aber auch auf der Rechnung haben können eigentlich. Eigentlich schon, ja. Müssen wir. Also, zweites Matchup, Michi Christ auch gegen Stefan Feiß. Linksschütze gegen den Linksfänger. Puck ist freigegeben. Geht links raus. Bewegung und dann macht es schön. 1:0 im Penaltyschießen. Schön gemacht, auf der langen Ecke, auf der Fanganseite überzogen und in den Giebel gehauen oder ins obere Eck sogar. Brandon Graysell für den ESVK. Ich sage jetzt mal, der Brandon haut ihn rein. Der hat eine gute Quote bisher vom Rechtsschütze. Pfosten! Ist nicht zu fassen. Schade, gut gemacht. Stockhandseite, Pfosten, die Ecke anvisiert. Zu genau gezielt, Pfosten. So kann es gehen. So, damit können die Huskies jetzt bereits alles klar machen. Und zwar kommt die Nummer 40. Es kommt Stefanusz. Stefanusz läuft an gegen Stefan Feiß. Rechtsschütze. Wirft zentral an. Und Feiß. Stefan Feiß hält. Das heißt, der SVK hat jetzt nochmal die Möglichkeit auszugleichen. Und Jona Karivara muss jetzt treffen. Ansonsten. Wenn es hier weitergehen soll, muss der Jona Karivara treffen. So die Kassel Husky das Spiel. So ist es, Bene, genau so ist es. Rechtsschütze, rechts raus. Und der bleibt hängen und damit Kassel holt sich den Zusatzpunkt, gewinnt 2:1 nach Penaltyschießen in Kaufbeuren.